Die Reaktionen sind erstaunlich euphorisch und positiv. Und vor allem, was ich gar nicht gedacht hätte, ist, dass wahnsinnig viele Leute zu mir kommen und sagen, genau so war es in der DDR. Ich hatte immer gedacht, unsere Familie hätte schon irgendwie eine relativ besondere Geschichte gespielt und hat sie auch sicher gespielt. Aber offenbar gab es doch etliche Dinge, die dann doch genauso auch in anderen Familien waren. Und dieser Wiedererkennungseffekt, dass die Leute dastehen und sagen, so war auch mein Leben, den hätte ich so gar nicht erwartet. Maxim Leo trifft mit seinem Buch Haltet euer Herz bereit den Nerv der Leser, denn er erzählt die Geschichte der DDR nicht mit der großen Politik, sondern mit seiner eigenen Familiengeschichte. Und dort haben sich die Probleme und politischen Gegensätze dieses Landes im Kleinen auch abgespielt. Es geht um meine beiden Großväter. Der eine war in der Résistance im Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg, der andere war Offizier der Wehrmacht. Und kamen in französische Kriegsgefangenschaft und beide sind nach dem Krieg, obwohl sie aus sehr unterschiedlicher Vergangenheit kamen, in die DDR zurückgekommen, um den Sozialismus aufzubauen in diesem Land. Und haben dann Kinder bekommen, meine Eltern, mein Vater und meine Mutter. Und dann kam ich und wir fünf sind sozusagen die Haupthelden in diesem Buch. Schon zu Hause im trauten Familienkreis der Leos prallten zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite sein Vater, ein ausgeflippter Künstler, kritisch der DDR gegenüber eingestellt, und auf der anderen Seite seine Mutter, Historikerin und Journalistin, die an den Kommunismus geglaubt hat. Also die hat sehr an diesen Staat geglaubt, hat das auch von ihren Eltern sehr deutlich vermittelt bekommen, hat es auch übernommen, ist mit 17 in die Partei eingetreten. Mein Vater stand diesem Staat sehr kritisch gegenüber und so gab es bei uns zu Hause immer sehr viel Streit zwischen meinen beiden Eltern. Wenn es um Politik ging. Also überhaupt wurde bei uns eigentlich fast nur über Politik gestritten. Und auch mit dem Großvater, das war sehr konfliktuell zwischen meinem Vater und meinem Großvater. Und meine Mutter stand immer so zwischen diesen beiden Männern, zwischen ihrem Mann und ihrem Vater. Und diese Politik hat diese Familie sehr zerrieben. Doch wenn Maxim Leo so zurückblickt, dann fallen ihm nicht nur die großen politischen Weltanschauungen ein, auch von den kleinen Kuriositäten des Alltags weiß er zu berichten. Na, als Kind haben wir uns, war ein Spiel, in den Westen fliehen. Und das fand meistens auf so Spielplätzen statt wie hier. Und vier Kinder haben sich vor ein Klettergerüst gestellt und haben praktisch so eine Kette gebildet. Und ein Kind musste versuchen, durch die Kette zu kommen. Und wenn sie es geschafft haben, durch die Kette zu kommen, dann hat man Westen gerufen und war sozusagen geflüchtet. Und ich glaube, ein Land, wo Kinder solche Spiele spielen, hat keine großen Zukunftschancen.